Auch heute erwischen die Klotenflyers den besseren Start. Topscorer Rintanen. Und der Finne traf 1:0 für Kloten. Schwierige Aufgabe für Lugano-Goli Ronny Rürger. Erstens hatte er nicht ganz freie Sicht. Und zweitens war der Schuss von Kimmo Rintanen sehr gut platziert. Es ging so weiter. Erneut die Klotener Paradeformation. Pittis, Rintanen und dann Fabian Gignard. 2:0, 12. Minute. Gignard hatte sich an Peltonen und Numerlin vorbei in Position gebracht. Ja, die Klotener wirkten spritziger. Lugano-Angriffe waren selten. Hier setzten allerdings Murovic und Neser Druck auf. Andi Neser. Und die Scheibe drin, nur noch 2:1, 68 Sekunden nach dem zweiten Klotener Treffer. Torschütze war Mirko Murovic, er hatte Nesers Schuss leicht abgelenkt. Das dritte Drittel hatte eben begonnen, als Fuchs Goli Stefan erwischte. Der Ausgleich für Lugano nach 21 Minuten und 10 Sekunden. Regis Fuchs traf zwar haargenau, aber es war ein haltbares Tor, weil in der näheren Ecke. 7 Minuten später Kloten in Unterzahl. Lugano mit Peltonen an Brimanis vorbei und Glenn Metropolit musste nur noch einschieben. Klasse Konter der Lugano-Ausländer und der Favorit aus dem Tessin lag erstmals in Führung. Drittes Drittel und wieder Überzahl Lugano. Numerlin, Abpraller Stefan und dann Wille Peltonen 4:2. Kloten von der Rolle und Torhüter Stefan lenkte ins eigene Tor ab. Nach 47 Minuten schien das Spiel entschieden. Aber die Flyers kamen zu einer doppelten Überzahl. Schuss von Fabian Gignard und dann war es Berci, der zum 3:4 verkürzte. Noch 8 Minuten blieben zu spielen, aber die Kloten Flyers setzten sofort nach. Fabian Gignard für Rintanen. 4:4, 59 Sekunden später. Was für ein Tor. Backhand erzielt von Kimmo Rintanen. Kloten zurück, Lugano wieder in Schwierigkeiten, also mussten die Chefs ran. Doppelpass Peltonen Metropolit und Peltonen verlud alle 3 Minuten vor Schluss. Was für ein Treffer von Wille Peltonen und es sollte das Siegestor sein. Glenn Metropolit konnte mit der Schlusssirene noch ins leere Klotener Tor einschieben. 4:6 endete das Spiel und Luganos Ausländer hatten heute den Unterschied ausgemacht. Der Beitrag von Claude Jacke. Claude hat also das Spiel verloren, aber natürlich noch lang nicht die Serie. Was man gesagt hat im Lager der Klotener, das haben wir bereits schon gekehrt. Und jetzt wollen wir auch noch den Romano Lem, den Captain, kehren. Romano Lem, ein riesen Fight und am Schluss das schlechte Ende für Kloten Flyers. Woran ist es gelegen? Ja, ich denke, wir haben im zweiten Drittel sicher nicht gut gespielt. Und, sie haben 2 einfache Goal schiessen. Am Schluss sind wir gut wieder zurückgekommen. 4-4, haben dann wieder nicht aufgepasst beim 5-4. Aber wir haben gefeiert bis zum Schluss. Ist leider nicht drin, aber wir haben sonst gut gespielt. Es ist zwar noch alles ein bisschen frisch, wenn wir gleich zurückschauen auf das erste Drittel. Wahnsinnig starke Kloten Flyers und nachher die Wende. Wie kommt das an? Könnt ihr euch das erklären? Ja, ich weiß auch nicht genau. Wir haben einfach zu wenig gemacht im zweiten Drittel. Wir haben zugeschaut, was sie machen. Auf ihr Spiel geschaut, wir haben nicht mehr unser Spiel gespielt und sind zu wenig Schlittschuh gefahren. Das war sicher ein Grund. Das dritte Drittel hat sie wieder gekippt. Die haben nochmal extrem Schub gefunden. Können Sie sich erklären, wann der Wendepunkt dort war? Nein, ja, wir haben einfach gesagt, nach dem 4-2 so kann es nicht weitergehen. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Gas geben. Und wir haben es gemacht und können ausgleichen auf 4-4. Am Schluss haben wir dann das 5-4 noch bekommen, aber wir haben gut gespielt eigentlich den ganzen Match. Ist das 5 gegen 3 dann auch noch entscheidend gewesen, wo wir gemerkt haben, jetzt kommt noch mehr Schub als bei 5 gegen 4, was heute irgendwie nicht klappen wollte? Ja, es hat nicht so funktioniert heute. Wir haben zu wenig Speed gehabt im Powerplay und ja, 5 gegen 3 ist immer wichtig, dass man die Situation ausnutzen kann und das haben wir heute geschafft und sind wieder angekommen das Spiel. Es geht in den Playoffs extrem schnell. Man muss schnell können Niederlagen wegstecken oder einen Sieg sogar wegstecken. Keine Zeit zum Feiern. Was machen wir jetzt bis zum nächsten Spiel? Ja, ich denke, morgen mal gut trainieren, jetzt ein bisschen auslaufen, ein bisschen regenerieren, gut essen, gut schlafen. Und dann geht es weiter am Samstag in Lugano. Heute war eine rechte Party im Stadion. Wie fest kommen Sie so etwas überhaupt mit über auf dem Feld? Ja, das kommen wir sicherlich mit über. Es ist super Stimmung hier, immer in den Ausverkauf. Das macht natürlich viel Freude, wenn die Leute so den Applaus haben an uns und wir probieren weiterhin ihnen den Applaus zu machen und
wird sicher noch ein paar Mal ausverkauft in dieser Saison. Merken Sie ja, dass es eine spezielle Serie ist, Lugano, Kloten, extrem traditionsreiche Serie? Ja, ich denke schon. Ja, es war schon vielmals in der Vergangenheit so gewesen, die Serie. Und man merkt auch, die Zuschauer sind giftig und auch auf dem Spielfeld ist es ab und zu ein bisschen giftig. Und ja, es macht Spass in dieser Serie. Also gute Erholung, danke vielmals.